ist draußen, ich bin Sam von Ball Snight. Herzlich willkommen zu einem neuen Wiesn-Kanal. Heute haben wir eine brandneue Serie am Start und zwar Bundesliga Flagship. Zum ersten Mal bringt Tops eine, so eine Papierserie, so eine Low-End-Serie zur Bundesliga raus oder zur Champions League haben sie jetzt auch schon rausgebracht. Zum ersten Mal jetzt auch zur Bundesliga. In den vergangenen Jahren gab es das schon zur MLS oder auch im Baseball und anderen Sportarten hatten sie das schon. Die Karten sehen, soweit ich weiß, genauso aus wie die Chrome-Serie, die dann aber erst in der Zukunft kommen wird. Das heißt, wir bekommen jetzt erst die Paper-Serie und dann später nochmal Chrome. Hier auch mit der größeren Checklist 200 Base-Karten gibt es, plus nochmal die ganzen Inserts. Und ja, ich bin gespannt. Eine Box hat 85€ bei Tops gekostet. Teurer hätte es auf jeden Fall nicht sein dürfen, weil vom Inhalt von der Checkliste muss ich persönlich sagen, dass ich es mir ein bisschen besser vorgestellt hätte. Es gibt Bellingham und Lewandowski vielleicht als interessantere Autogramme. Es gibt einen Sidney Rebiger wahrscheinlich als besten Rookie von Leipzig. Und es gibt Ricardo Pepi, den haben sie dann noch reingebracht. Von Augsburg aus, Autogramm. Ansonsten, ja, mal schauen, was wir so bekommen. Bei Tops waren sie dann tatsächlich auch schon nach ein, zwei Stunden ausverkauft. Hätte ich persönlich sogar gar nicht gedacht gehabt. Ihr seht schon, nicht der normale, normale Schreibtisch, sondern ich sitze heute auf dem Balkon. Ich hoffe, der Ton und das ganze Licht ist in Ordnung. Aber heute ist einfach der Tag mal endlich sehr schön und da musste ich jetzt rausgehen und bei dem herrlichen Wetter. Und ja, wir öffnen das Ganze. Wir sollten 24 Päckchen mit jeweils 8 Karten drin haben. Sehr, sehr nice. Also, was ich noch sagen wollte, bei Tops waren sie ausverkauft, zumindest in Deutschland. Ich glaube, England, ich weiß gar nicht, ob sie in den USA waren, aber England, USA waren sie, glaube ich, noch lange. Oder ich weiß nicht, kann sein, dass sie immer noch da sind. Ich habe nur gehört von amerikanischen Shop-Betreibern und Breakern und so, die waren nicht so happy über das Produkt. Und haben sie da teilweise recht günstig verscherbelt. Aber in Deutschland gingen sie ganz gut. Das ist natürlich, sollte auch der Hauptmarkt sein, auch wenn das bei der Checkliste nicht immer gleich ersichtlich ist. Und aber auch die deutschen Shops, es gibt ja außer von Tops noch ein paar Shops, die immer größer werden. Die meisten haben die Boxen, glaube ich, auch und haben da auch noch Boxen. Ich glaube, da habe ich gesehen, da kosten sie nicht 85€, sondern eher 100€. Müsst ihr wissen, ob euch das wert ist. Ich habe auch erst überlegt, ob ich überhaupt welche hole. Dachte dann, eine Box zum Spaß hole ich mal. Aber besonders jetzt von meiner Eintracht ist die Checklist jetzt nicht so super. Lindström als Rookie ist ganz nice, aber ein Eintracht-Spieler wurde eigentlich, sollten alle Teams 10 Base-Karten, bei der Eintracht wurde einer gestrichen, um Pepi reinzubringen. Von Augsburg weiß ich jetzt nicht, ob ich das, fand ich jetzt nicht so gut. Wahrscheinlich ist Fabio Blanco Gomez, der im Winter weggewechselt ist, aber naja. Wir schauen uns das Ganze an. Als erstes Gideon Jung, das ist unser erster Spieler von Greuther Fürth. Kartendesign ist eigentlich ganz nice. Von hinten so. Wie gesagt, das ist eine Papierserie. Die Karten sind ja in Ordnung, aber auch gar nicht so viel dicker unbedingt jetzt als Match-Attacks. Vielleicht ein ganz kleines bisschen. Aber ja, sehen ganz cool aus, finde ich. Und ich glaube, die Chrome-Serie wird dann ähnlich aussehen, wenn nicht genauso. Mal schauen. Ich hoffe, da gibt es noch ein paar bessere Autogramme bis dahin. Weil wie gesagt, die Checkliste, ein paar coole Karten sind auch dabei, aber naja. Hätte auch besser sein können. Gideon Jung, wie gesagt, der erste. Dann haben wir so eine Duo-Karte, Finisher and Assistant mit Kalajdzic und Sosa. Sehr, sehr cool. Da hat, glaube ich, auch jedes Team eine. So eine Duo-Karte. Rani Khedira, Dominic Kor. Und dann, das ist, muss ich sagen, eine sehr, sehr coole Karte. Ich weiß gar nicht, wie sie genau heißen. Hier mit diesem coolen Glanzeffekt. Hier in dem Fall Tobias Strobel vom FC Augsburg, die sind glaube ich sogar in jedem dritten Pack, also da werden wir noch den einen oder anderen ziehen. Sind jetzt nicht super selten, aber sehen echt cool aus, deswegen ganz nice. Und dann haben wir auch die erste Insert mit Golden Generation Daniel Brosinski. Das sind alles Spieler, die ja schon lange mit dabei sind, eher ältere Spieler, Spieler, die vielleicht lange in der Bundesliga schon spielen, oder lange beim Club. Finde ich eigentlich, sehen auch ganz cool aus. Da haben wir nochmal Sascha Kalajdzic als Base und Amel Belakotschap, Rookie-Karte vom VfL Bochum, was auch ganz cool ist. Und das, muss ich sagen, ist endlich bei uns in der Bundesliga auch angekommen. Jetzt hier die Rookie-Logos. Letztes Jahr hatten ja 3 Spieler Rookie-Logos, so die Hauptspieler sozusagen, die Haupt-Rookies. Aber ansonsten hat sich da Tops weniger Gedanken gemacht, ob sie ein Rookie-Logo drauf machen oder nicht. So ganz
richtig wissen sie es immer noch nicht. Hat man manchmal das Gefühl, ich glaube, es gab jetzt bei der Champions League Serie und es gab so zwei, drei Beispiele, wo Spieler vor ein, zwei Saisons auch schon Karten hatten und Rookie-Karten und so. Jetzt trotzdem Rookie-Logo, aber es ist auf jeden Fall gut, wenn jetzt die ersten, jetzt alle Spieler oder viele Spieler die Rookie-Logos bekommen und das dann über die Zeit dann immer besser wird. Ich hoffe, dass sie jetzt über alle Bundesliga-Serien, die noch rauskommen, da auch dann ja, konstant immer Rookie-Logos haben und nicht bei einer Serie mal ein Rookie-Logo mal nicht. Da haben wir Genki Haraguchi, Karim Onisivo, den ersten Frankfurter mit der Club-Ikone David Abraham, der jetzt am Wochenende offiziell verabschiedet wurde im Stadion, hat im Laufe der letzten Saison seine Karriere, Profikarriere beendet. Und es gibt auch 10, glaube ich, Saison-Highlights-Momente von der letzten Saison. Und das ist eine davon. Und dann Florian Wirtz als diese Glanzkarte. Sehr, sehr cool. Dann haben wir Vincenzo Grifo, Wataru Endo, dann von Leipzig Defensive Ball Willy Orban und Gulaschi und dann noch Rookie-Karte Jorginho Rutter, einer der besten Rookies, würde ich sagen, hier mit dabei. Letzten Winter, hat vor anderthalb Jahren knapp jetzt nach Hoffenheim gekommen. Und der hat jetzt zumindest bei der Matchsticks Extra Serie, glaube ich, seine ersten Autogramme gehabt. Jetzt hier drin hat er noch keine. Aber bei dem freue ich mich auch schon auf die Autogramme in den anderen Bundesliga-Serien. Ich denke mal, da wird er dann auch vertreten sein. Karten sind, die Päckchen sind mal besser, mal schwerer zu öffnen. Nilsson, dann haben wir Jamie Leveling, auch einer der besseren Rookies wahrscheinlich von jetzt Aufsteiger und auch Absteiger führt. Redle Baku. Dann haben wir Captain's Karte, Boyata. Dann haben wir Philipp Kostic, sehr cool von der Eintracht. Nyakate. Dann hier Celebration of First Time European Qualification für Union Berlin. Und noch Sascha Burchard für Fürth. Das ist wieder ein bisschen schwer. Ich versuche schneller zu werden jetzt, weil wir haben ja noch ein paar Päckchen. Aber ich glaube, so die Hauptinfos habe ich euch jetzt gegeben. Dann haben wir Brosinski, Brunner, Günther, Marc-Oliver Kempf. Dann die nächste von diesen Glanzkarten, Robin Knoche. Dann haben wir Defensive Fortress, Lucas Hernandez, Brian Lassme, Rookie und Philipp. Ich habe mir ein paar Breaks angeguckt, da waren, glaube ich, pro Box so drei bis vier Numbers dabei und Autogramme sind nur in jeder fünften Box. Also da ist keins garantiert zum Beispiel. Deswegen ist halt auch der 85 Euro ja, jetzt nicht unbedingt super günstig. Jan Sommer, da haben wir Fabian Klos, Jonas Hofmann und da haben wir wohl die erste Numbered. Es ist Jamal Musiala, letztes Jahr Rookie gewesen, das heißt jetzt zweites Jahr von ihm. Sehr, sehr cool. So eine glänzende Karte. Ich glaube, das sind die Aqua Pearls zu 199 müssen das sein. Ich schaue mal drauf. Und so ist es 30 von 199. Jamal Musiala ist unser erster Number. Das könnte auf jeden Fall sehr, sehr viel schlechter sein. Sehr cool. Dann machen wir weiter mit Hasebe, Brian Brobbey, Rookie und Suat Serdar. Die anderen Karten lege ich mal weg. Wie gesagt, ich hoffe, das ist alles heute in Ordnung mit Ton und Licht. Aber zu so einem Spaß-Pack-Opening gehört das halt dazu. Maxim Leitsch, Manuel Riemann, da haben wir die nächste von diesen Glanzkarten von Dani Olmo. Dann nochmal Maxim Leitsch, Kevin Campbell, Jovetic, Zentner und Amos Pieper. Also, wie gesagt, in jeder fünften Box nur ein Autogramm. Das heißt, jedes Autogramm, oder wenn wir ein Autogramm ziehen würden, wäre das auf jeden Fall schon mal sehr gut. Branimir Gotha, ich glaube, den gibt es auch als Autogramm. Xaver Schlager, Danny Blum, Timo Hübers Rookie. Und dann die nächste von diesen Glanzkarten: Keita Endo, dann Defense Fortress, Rafael Sichos, Friedrich und Zoller. Also, ihr seht hier Friedrich schon im Gladbach-Trikot. Das heißt,
einige von den Wintertransfers sind tatsächlich schon berücksichtigt, andere dann wiederum nicht. So ganz genau weiß ich nicht, wonach die das gemacht haben, wie die es gemacht haben, aber naja. Aber so als Zusatzinfo, da haben wir Yannick Keitel als Rookie, Lucas Hernandez, André Hahn, dann Emil Forsberg, Foreign Bundesliga Sensations mit Geraldo Becker, Armin Adli als Rookie, Römel und Jeremiah Saint-Just. Armin Adli wahrscheinlich auch so einer der besseren Rookies dieses Jahr. Gibt es, glaube ich, auch als Autogramm, soweit ich weiß. Also der wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Auch der hier als Autogramm wäre nicht schlecht. Zwar kein Rookie mehr, aber der fehlt mir in meiner Sammlung noch. Deswegen ganz nice. Stark. Alario, dann die nächste. Diesmal Dominik Soboschlei. Auch nicht schlecht als Glanzkarte. Dann Adam Soloi, Schöpf, Pretel und Tapsoba. Aber wie ihr seht schon, Adam Soloi ja im Winter weggewechselt. Aber hier auch noch drinne. Das könnte man jetzt an vielen Beispielen euch zeigen. Manche Transfers sind halt schon, manche Zugänge sind dabei, manche Abgänge wurden vielleicht schon berücksichtigt, manche aber auch halt nicht. Florian Kainz, dann haben wir Dorsch und Arne Meyer. Ohne Rookie-Logo sehe ich gerade. Ich glaube, beide sind einzeln als Rookie hier in der Serie vertreten. Deswegen hätte ich jetzt erwartet gehabt, dass vielleicht hier auch eins dabei ist. Und wir haben, okay, wir haben Timo Horn als so Glitzer und dann haben wir was Lilanes dahinter. Lilaner Rookie. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine normale Parallel ist oder vielleicht dann sogar ein Autogramm oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall was Nummeriertes, Rookie. Und es ist Dejan Ljubicic. Also leider kein Autogramm. Das hätte jetzt vielleicht sein können. Aber auf jeden Fall was Nummeriertes, was Lilanes oder Pinkes. 14 von 125 Dejan Ljubicic für den 1. FC Köln. Die ja eine super Saison gespielt haben und sich für Europa qualifizieren. Dann haben wir Brooks, Schlotterbeck, Nico sogar, Konrad Leimer und Marton Dardai als Rookie. Bei Freiburg natürlich sehr, sehr interessant mit den beiden Schlotterbecks, die hier in der Serie vertreten sind. Nico Schlotterbeck nach seiner ersten richtigen Saison bei Freiburg, ja jetzt im Sommer weiter nach Dortmund wieder gehen. Felix Udukay, Oliver Baumann, dann haben wir Alario und Schick, Captain Lukas Radetzky, Wechhorst, Petersen, Kusunu und Geraldo Becker. Und es ist also, falls ihr einfach eine Serie wollt, verboxen wollt, wo ihr einfach ein bisschen dran sitzt, viele Päckchen zum Öffnen habt, viele Karten und einfach ein bisschen Spaß haben wollt, dann ist das sicherlich eine gute Serie. Hasebe und Hinteregger haben wir hier. David Raum Rookie, Jesper Lindström Rookie, sehr nice. Leon Goretzka, da haben wir eine Marton Dardai Future Stars Karte. Die finde ich vom Designer auch sehr cool dieses Jahr gelungen. Modest, Demirovic und Florian Müller. Also zwei Namen haben wir bekommen, zu 199, zu 125, noch nicht wirklich niedrig nummeriertes. Ich hoffe, wir bekommen noch ein, zwei Parallels oder vielleicht eine Autogrammkarte. Eine Schick, Endo, Baumgartner, Christiansen, noch eine von denen. Ich weiß gar nicht, wie wir es schon bekommen haben. Jede dritten sind die drin. Also man bekommt schon einige. Aber die sind gefühlt in mehr als jeder dritten. Da haben wir Joe Scally, Foreign Bundesliga Sensations, Kimmich und Anton Stach als Rookie für Mainz. Der es ja sogar schon zum Nationalspieler geschafft hat. Jetzt ist seine Leistung diese Saison. Wobei man sagen muss, dass die Außenverteidigerposition ja sowieso auch schon seit Jahren nicht so die bestbesetzte Position bei Deutschland ist. Soboschlei, dann Boateng, Lacroix, Lukas Höhler, dann haben wir Gabriel Vidovic als Rookie hier Future Stars, dann haben wir Mats Hummels, Anderson und Jani Serra als Rookie. Vidovic, der jetzt in den letzten Spielen ein paar Mal eingewechselt wurde, junger Mann, ich glaube, könnte sogar theoretisch noch U19 spielen, hat jetzt zweite Mannschaft die Rest der Saison gespielt. Die Bayern auch das einzige Team, die zwei Future Stars haben, dafür die Eintracht das einzige, das keinen hat. Deswegen, ich glaube, das hätte Fabio Blanco Gomez sein sollen. Der war bei den Vorschaubildern dabei, wurde halt jetzt ersetzt. Was ich schade finde als Eintracht-Fan, aber ja. Lewandowski, dann haben wir Reyna, Captain Card, Jonas Hector, Sidney Rebiger, vielleicht der heißeste Rookie in dieser Serie, auch wenn er noch nicht so viel beim Männerbereich gerissen hat, aber mit 16 Jahren Bundesliga-Debüt gegeben, ja. Hier für Leipzig, Lukas Toussaint, Player und Holtmann.
und Sidney Rebiger auch mit 16 Jahren, 16, 17 Jahren, mit Autogramm hier drin vertreten. Das war ja bei Musiala und Moukoko letztes Jahr nicht so. Ich glaube, ich habe irgendwas ein bisschen glänzen sehen. Wir haben hier das Glänzendes. Erstmal hier Player und Thuram. Da haben wir Guerrero. Dann haben wir wieder zwei glänzende, irgendwas Goldenes, glaube ich. Patrick Schick erstmal. Und dann haben wir irgendwas Goldenes. Die sind ja meistens zu 50. Rookie. Und es ist Piero Hinchapie. Hier für Leverkusen. Aber was ich gerade hier sehe, das ist sehr, sehr... Aber je. Schaut. Deswegen, jetzt hätte ich vielleicht ein bisschen Überlegung gebraucht. Schaut euch mal die Kanten an. Ach du Scheiße. Also hier... Also rechts, unten, links sieht auch schon nicht so super aus. Da sind überall so weiße Dots, aber hier oben, ich glaube, das erkennt man auch ganz gut. Geht hier diese Folie ab? Oder mal von hier? Kann man das sehen? Das hat natürlich sehr, sehr bitter. Beide Parallel. Rookie 22 von 50. Aber ja, mit so einem Defekt so gut wie eigentlich gar keinen Wert mehr, würde ich sagen. Ja, guter, junger Innenverteidiger bei Leverkusen. Schade. Schade, wenn man sowas sieht, dann. Covelo, André Silva, Eamon Barcock und Jamal Musiala. Die anderen Parallels sahen, glaube ich, alle ganz gut aus. Aber jetzt bei der niedrigsten Varianten dann leider der harte Defekt. Sehr, sehr schade, aber naja. Sebastian Rudi, dann die Bender-Brüder haben eine Momente-Karte bekommen. Thuram, Kapitän Lars Stindl, Schwolo, Diaby, Daniel Mahlen und Ben Sebaini. Ein paar Päckchen haben wir noch. Drei Nummer haben wir jetzt bekommen. Ich hoffe, wir bekommen noch eine. Ein Autogramm wäre natürlich sehr, sehr cool. Hoffentlich dann auch ohne Defekt. Dann haben wir Kwadwo Kone, guter junger Mittelfeldmann, Rookie für Gladbach. Asano, Baumgartel, Ranimir Rigotta, Captain. Dann zwei Kölner, Geiger, Kruse und Ilai Moriba, Rookie, der ja auch im Winter weg ist, hier noch drin ist. Kruse jetzt noch im Union Berlin Trikot. Dann Barrero, Ortega, Burkhardt, Florian Krüger, Rookie, dann Boateng und noch Amos Pieper, Future Stars. Hier, Bela Kotschap und Leitsch und Piontek. Was mir aber schon auffällt, das kann ja auch anders sein, so eine Box, bei den Basekarten zumindest. Eigentlich ist ja noch keine doppelten, was natürlich, wenn man so eine Box öffnet, sehr cool ist oder sehr gut ist. Peter Gulaschi, Marco Richter, Borna Sosa Rookie, da haben wir Evan Dicker, Defense Fortress, Niklas Stark, Ken Vogt, Ljubicic und Arne Meyer. Vier Päckchen noch. Hoffentlich haben wir noch was Nummeriertes hier drin. Timo Horn, Amada als Rookie. Dann haben wir so eine Glitzerkarte vom Duo von Mbabu und Baku. Dann Rookie Mavropanos für Stuttgart hier, Defense Fortress. Dann Tobias Strobel, Dani Almo, Scully und Retzbischai. Da ist dieses Iago. Dann hier nochmal die beiden Wolfsburger, diesmal nicht glänzend. Dann hier 9. Bundesliga-Titel in Folge für Bayern. Jetzt haben sie tatsächlich schon 10. Peter Gulaschi, Ecklenkamp, Florian Wirtz, Embolo und Andrea J. Ecklenkamp, weiß nicht, kann auch sein, dass er letztes Jahr schon eine Karte bekommen hat. Ich dachte, der hätte Rookie-Karte gehabt, aber es kann sein, dass der bei Tops Now, aber es kann sein, dass es schon letztes Jahr war. Dann vorletztes Päckchen mit Niklas Dorsch, Duda, dann Kalarabek und Raum, Kramaric, Ecklenkamp nochmal als Glitzer, Lukas und Metscher, Future Stars für Wolfsburg, dann hier zwei Kölner und Davies. Und letztes Pack, wünsche uns nochmal Glück. Mal schauen, was wir da bekommen. Florian Niederlechner,
Bellarabi, dann Scorpion Kick von Lazaro, interessantes Bild, interessante Karte, Maximum Power Rookie von Mystical Sensation Arangis, Marco Meyerhöfer, Rookie Karte, hat sich ja schwer verletzt im Spiel gegen Frankfurt. Ich hoffe, der kommt da so gut zurück. Ein Matcher und Youssoufa Moukoko diesmal noch als Second Year. Ja, dann ist die Box leer. Das war Bundesliga Flagship. Ich hoffe, es hat es gefallen. Mein erster Eindruck ist auf jeden Fall eine Serie, die Spaß macht zum Öffnen. Viele Karten bekommt ihr hier, aber es ist halt jetzt keine Serie, wo ihr viel Wert oder so dahinter, also Kartenwert, erwarten dürft. Außer ihr zieht jetzt irgendwie eine One-of-One oder halt ein sehr starkes Autogramm. Aber ansonsten ist es halt mehr für den Spaß und habt dann halt viele, ja, normale Karten, die jetzt nicht unbedingt viel Wert haben. Drei Numbers haben wir bekommen. Die kann ich euch nochmal zeigen. Dann viele von diesen anderen glitzernden Hinchup hier als Rookie-Karte zu 50 ist, denke ich mal, in Ordnung, aber leider halt stark beschädigt. Ljubicic zu 125 und dann Jamal Musiala zu 199, vielleicht sogar die beste Karte aus der Box. Auch der hat so kleine Beschädigungen, aber es geht noch. Das würde ich jetzt nicht so groß bemängeln. Aber halt bei der ist halt sehr, sehr schade. Aber ja, das waren unsere drei Numbers. Ich hätte mir vielleicht sogar ein bisschen mehr erhofft bei so einer Serie, aber es geht. Und ja, leider hatten wir kein Glück mit dem Autogramm, aber das war's von mir für heute. Ich hoffe, es hat es gefallen. Schreibt mal gerne, wie immer, eure Meinung zu der Serie in die Kommentare. Und falls ihr auch welche geöffnet habt, dann auch gerne, was ihr so bekommen habt. Und schickt uns wie immer auch gerne Bilder auf Instagram oder markiert uns in euren Stories. Das war von mir für heute. Wir sehen uns bald wieder hier bei Snighted. Ciao, ciao.